bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt, Abschluss einer Verständigungsvereinbarung zum Vertragswerk Teilprivatisierung der Stadtentwässerung Dresden GmbH. Hier liegt kein Antrag vor. Es liegt ein Redner und einer bei Bedarf. Deswegen würde ich mal auch hier auf die Fraktionsrunde verzichten und beginne mal bei dem, der als Redner sich fest angemeldet hat, Herr Wirz, und dann eventuell, wenn er möchte, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, es ist eigentlich nicht ganz verwunderlich, dass sich bei diesem Thema niemand zu Wort gemeldet hat, weil der Abwasserentsorgungsvertrag, die Konsortialverträge mit Gelsenwasser und der Gesellschaftsvertrag ist eine unübersichtliche Materie und es gibt ja im Prinzip auch durch eine Teilung mit Gelsenwasser nur insgesamt drei Stadträtinnen oder Stadträte, die im Aufsichtsrat sind, zuzüglich einer Beigeordneten. Trotzdem hat es diese mit dem harmlosen Begriff Verständigungsvereinbarung herkommende Vorlage in sich. Die Goodies, die der Stadt geboten werden, sind erstmal folgende. Die 2004 verabredeten und vereinbarten formelmäßigen Berechnungsgrundlagen für das Abwasserentgelt sind durch die Verwerfung an den Finanzmärkten, insbesondere Inflation der letzten Jahre, außer Kontrolle geraten und eigentlich würde dann durch diesen Automatismus die Stadtentwässerung überbezahlt werden. Und daraufhin hat man sich auf eine Korrektur verständigt, um hier im Prinzip objektive Preise zu bilden, weil die tatsächliche Preisentwicklung bei der Stadtentwässerung nicht so ist, wie dass die Formeln im Prinzip hier außerhalb ihres geplanten Bereiches abbilden. Das nächste ist, dass die Landeshauptstadt Dresden eine asymmetrische Gewinnbeteiligung bekommt, das heißt, hier kommt mehr Gewinn, insgesamt 11 Millionen. Die 11 Millionen sind verteilt über mehrere Jahre schon wieder kassiert, weil das ist, was die Sachsenenergie uns bei einer Vorlage zur Wasserversorgung in Dresden Norden eben nicht mehr gibt. Das heißt, das ist schon wieder plus minus null, linke Tasche, rechte Tasche, weg und futsch. Das nächste ist, was schon komplexer ist, die Landeshauptstadt Dresden, die 2004 für 165 Millionen Euro, wenn ich das der Presse richtig entnommen habe, ich war damals noch im Stadtrat, das kenne ich also nicht, an Gelsenwasser verkauft hat zu 49% die Stadtentwässerung, hätte 2026 das erste Mal die Möglichkeit, zu 2028 die Abwasserverträge bzw. die Beteiligung zu kündigen und dann über ein komplexes Verfahren die 49% Anteile von Gelsenwasser zurückzukaufen. Das wird hier im Prinzip jetzt klammheimlich um 10 Jahre herausgeschoben. Die Alternative, die wir hätten, eben es alles so zu belassen und was es bedeuten würde, wenn wir jetzt sagen, wir möchten 2028 unsere Stadtentwässerung zu 100% wieder zurückhaben. Die Alternative wird uns nicht aufgemacht und uns wird auch nicht aufgemacht, was es 2038 bedeuten würde, wenn wir dann die Anteile zurückkaufen. Weil wir müssen sehen, wir haben ja im Prinzip erfahren, dass durch den Ausbau der Industrie, insbesondere der Chipindustrie im Dresdner Norden, der Abwasseranfall sich fast verdoppeln wird, also auch der Brauchwasseranfall, überhaupt der Wasserbedarf in Dresden. Der Wasserbedarf korrespondiert direkt mit dem Abwasseranfall. Und die Stadtentwässerung wird also gewaltig investieren müssen über Forfettierung, also eine Art Kredite, und natürlich auch über unsere Abwassergebühren. Und diese zusätzliche Erweiterung, diese Wertsteigerung der Anlagen, der Stadtentwässerung, müssen wir dann auch von Gelsenwasser zurückkaufen. Das entscheiden wir also heute. Und die Alternativen werden uns nicht aufgemacht. Wir als Linke standen ja schon immer solchen Privatisierungen kritisch gegenüber. Am Ende ist es so, warum wollen wir das, wenn wir 10 Jahre jetzt länger mit Gelsenwasser zusammenarbeiten, bedeutet das, dass wir von den 12 Millionen Euro Gewinn, die jährlich in der Bilanz ausgewiesen sind, das kann man im Unternehmensregister nachschauen, 49% nach Gelsenkirchen überweisen. Das sind in 10 Jahren 58,8 Millionen Euro. Wenn wir zurückverfolgen, dass das schon jetzt auch fast 20 Jahre so gelaufen ist, dann kriegt man mit, wie wertvoll diese einmal investierten 165 Millionen Euro waren. Man kriegt auch mit, wir haben nichts getilgt, sondern müssen unter Umständen noch einen wesentlich höheren Betrag bezahlen.
Aufgrund des Handlungsbedarfs, den es aus den Abwassergebührenberechnungen gibt, sehen wir derzeit keine Möglichkeit, hier dagegen zu stimmen, sondern ansonsten würden die Abwassergebühren auch für die Dresdnerinnen und Dresdner steigen. Aber wir kündigen hier schon mal an, dass wir in nächster Zeit in Sachen der Stadtentwässerung tätig werden und hier im Prinzip Gewissheit bekommen, auf was wir uns hier eingelassen haben und was es bedeuten würde, die Stadtentwässerung Dresden zurückzugewinnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, weitere Wortmeldung. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte. Dann Herr Dr. Deppe. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich bin ein großer Freund davon, Sachen möglichst einfach zu erklären. Was wir jetzt hier beschließen, ist quasi ein Update der Verträge der Abwasserentsorgung in Dresden. Und um es jetzt ganz simpel zu sagen, warum ist das notwendig? Es wurde ja schon angesprochen, hier Lieferketten und teure Preise und so und insbesondere auch der notwendige Ausbau für die neuen Industrien, die wir um den Flughafen herum bekommen. Dieses Update ist im Wesentlichen dazu da, dass in den nächsten 10, 15 Jahren die Stadtentwässerung ihren Job machen kann und zumindest mal, sag ich mal, von alleine läuft. Ja, es sind nämlich wegen der Ansiedlung, auch wegen dem Stand, aber insbesondere auch wegen der Ansiedlung, sind in Größenordnung Investitionen in das Abwassernetz notwendig. Also wir müssen investieren und davon kaufen wir dann, ich nenne es mal Produktionsmittel, also Leitungen und Abwasserfilteranlagen und sowas. Und das bewirtschaftet dann die Stadtentwässerung für 15, 20 Jahre und erwirtschaftet Erträge. Und diese Erträge sind immerhin so, dass sie a, noch einigermaßen im Rahmen sind, erstmal in den nächsten Jahren nicht steigen und dann auch nicht, sage ich mal, explodieren. Und b, dass die Summe der Erträge am Ende nach einer gewissen Zeit höher ist als das, was wir am Anfang eingesetzt haben. Also das Ganze ist mehr oder weniger eine rentierliche Angelegenheit und durch dieses Update der Verträge wird hier sozusagen ein Baustein dazu gelegt. Warum erzähle ich das? Weil der Punkt ist, dass trotz oder vielleicht auch wegen der neuen Industrien, die oben am Flughafen entstehen, die Stadtentwässerung aus sich heraus, dieser Kreislauf, wirtschaftliche Einmaleins, funktioniert. Ja, die Stadtentwässerung muss investieren, sie kauft oder baut Produktionsmittel, sie hat Erträge, am Ende amortisiert sich das Ganze. So, das klappt bei der Stadtentwässerung und warum erzähle ich das? Und vielleicht ist das auch das, wo der Herr Wirz eben drauf hinaus wollte, weil sozusagen das bei der Stadtentwässerung klappt, das ist gut, deswegen werde ich da auch heute zustimmen, Dissidenten werden auch zustimmen, aber in der Zukunft kommen Sachen, da klappt es eben nicht. So, und es ist Aufgabe des Stadtrats zu gucken, dass die städtischen Unternehmen zumindest mal nicht defizitär arbeiten und darauf wollte ich heute schon mal hinweisen, wie gesagt, Abwasser heute, Update Verträge, ist eine runde Sache, werden wir zustimmen und dann werden wir gucken, wie es dann in den nächsten Monaten weitergeht. Dankeschön. So, jetzt war Herr Dr. Depp und dann Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, jetzt schließen wir hier diese Vereinbarung und was ist der Grund für diese Vereinbarung? Das muss man nochmal klar herausstellen. Es hat ein erhebliches Ungleichgewicht gegeben zwischen der Stadtentwässerung GmbH und dem Eigenbetrieb, der dazu geführt hätte, dass eben unsere Abwassergebühren jetzt nicht mehr stabil geblieben wären, sondern dass wir dort aus dem Eigenbetrieb dann hätten oder dass im Eigenbetrieb ein erhebliches Defizit angefallen wäre.
Deshalb musste man noch mal darüber reden, weil es eben auch von den gesetzlichen Grundlagen her Verschiebungen gegeben hat. Und dann ist diese Vereinbarung geschlossen worden. Und diese Vereinbarung hat eben den großen Vorzug, dass er jetzt wirklich zu, dass sie wirklich zu einer stabilen Gestaltung der Abwassergebühren auf absehbare Zeit führen wird. Ne? Und wir werden Abwasserpreise haben, die sich durchaus im bundesdeutschen Durchschnitt sehen lassen kann. Ne? Und da möchte ich jetzt auch mal eine Bemerkung machen, weil es eben ja auch um die großen Unternehmen geht. Herr Wirz hat es angesprochen. Also ich denke, es ist schon etwas Besonderes, dass eben die Unternehmen im Dresdner Norden für ihr Abwasser genauso viel werden zahlen müssen wie jeder andere Endkunde in Dresden. Also es gibt hier keine Vorzugsbehandlung eben dieser großen Unternehmen und auch derjenigen, die sich doch neu ansiedeln werden. Ne? Also ich denke, das ist schon etwas Besonderes. Und nun noch mal was Grundsätzliches, weil Herr Wirz ja die ganze Konstruktion in Frage gestellt hat. Und das kann man natürlich machen. Man kann der Auffassung sein, so eine Stadt sollte das alles selber machen und solche Unternehmen sollten komplett rekommunalisiert werden. Ja, aber ich denke, man sollte sich, bevor man sowas machen will, genau angucken, was hat man denn da für ein Unternehmen. Und wir haben in diesem Konstrukt mit Gelsenwasser, also etwa 50-50 oder statt 51%, Gelsenwasser 49%, ein sehr gesundes Unternehmen. Und wir sind mit dem Unternehmen in den vergangenen Jahren wirklich sehr gut gefahren. Es ist auch ein sehr innovatives Unternehmen. Und man sieht das zum Beispiel daran, dass das Unternehmen quasi zu 80% aus erneuerbaren Energien sich inzwischen versorgt. Also etwas, was man sich für viele andere Unternehmen in Dresden auch wünschen würde. Und wir profitieren, denke ich, auch davon, dass Gelsenwasser in dem Bereich ein großer Player ist und dass dort eben auch Synergieeffekte für die Stadt genutzt werden können. Das heißt, es ist eigentlich überhaupt keinen Vorteil dadurch, damit zu erkennen, wenn wir jetzt eben hier auf eine rasche Rekommunalisierung des gesamten Unternehmens drängen würden. Nun hat man in den Verhandlungen ja schon auch versucht, diese Option zumindest vertraglich früher hineinzubringen. Aber das ist nun mal nicht möglich gewesen, so wie Verhandlungen laufen. Also Gelsenwasser hatte dann natürlich kein Interesse dran. Und so ist dort 2038 reingekommen. Das hätten wir uns vielleicht auch ein bisschen anders gewünscht. Aber so ist das nun mal, wenn man verhandelt. Und von daher muss man sagen, es ist insgesamt wirklich eine gute Vereinbarung. Und es gibt eben auch diese 11,5 Millionen Euro, die dann für die Stadt zusätzlich dabei rauskommen, die dann über den Kita-Eigentum Betrieb dann eigentlich zunächst mal in den allgemeinen Haushalt fließen und was wir dann damit machen, das ist dann eben auch unsere Entscheidung. Und von daher, denke ich, spricht nichts dagegen, dieser Vereinbarung zuzustimmen. Vielen Dank. Und jetzt darf ich Herrn Böhm bitten. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte mich eigentlich nur bei Bedarf melden, aber nachdem insbesondere der Kollege Wirz an der Stelle so ein paar Thesen in den Raum gestellt hat. Also man muss mal Butter bei die Fische machen. Man stand vor der Wahl, entweder fließt viel, viel Geld in den städtischen Haushalt und die Gebührenzahler hätten das bezahlt. So einfach ist das. Der Gewinn der GmbH wäre hochgegangen in Größenordnung und wir hätten ein sehr, sehr hohes Betriebsführungsentgelt bezahlen müssen und die Gebühren hätten nicht mehr gepasst. So. Wir können froh sein, dass es da mit Gelsenwasser eine Verständigung gab und das ist ein Deal, wie immer im Leben. Und es gibt nichts umsonst. Und eine Option war dabei, dass sich das Vertragsverhältnis verlängert, was aus unserer Sicht auch nachvollziehbar und gut ist. Wir haben Rieseninvestitionen vor der Brust bei dem Thema vierte Reinigungsstufe, bei dem Thema Industriewasser für den Dresdner Norden, Abwasserrückführung. Und es ist natürlich klar, dass wenn eine Firma wie Gelsenwasser da reingeht, dann will sie natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben für ihre Investitionen. Und da ist es natürlich klar, dass es da in etwas längeren Zeitrahmen bedarf. Und ich höre mit wohltuender Verwunderung, dass auch die Grünen mittlerweile das Thema gemeinsame Unternehmen mit Privatwirtschaft
positiv betrachten, weil aus der Erfahrung heraus von der Rekommunalisierung, von der Stadtreinigung, muss man leider feststellen, dass seitdem die Stadtreinigung rekommunalisiert worden ist, auch unabhängig aus meiner Sicht davon, dass die natürlich wir ein Abfallkostenproblem haben, dass dort die Gewinnsituation nicht mehr sich so darstellt, wie sie teilprivatisiert war. Aber vielleicht noch mal eins zum Vertrag, was so ein bisschen unterging. Da hat der Kollege Wirz vielleicht auch so ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob er da so richtig gut informiert ist an der Stelle, aber wir wurden dahingehend informiert und jeder, der es nachliest in der Verständigungsvereinbarung, liest für diese Option bis 2038, bekommen wir die Chance, 2038 durch eine Call-Option zum Bilanzwert zurückzukaufen. Und das ist natürlich eine entscheidende Größe und das darf man nicht vergessen. Also das ist für uns auch ein Win-Geschäft und ich bitte um Zustimmung und ich glaube, diese Diskussionen um eine Rekommunalisierung in diesem Bereich, die sollten wir uns schenken. Das läuft gut mit Gelsenwasser und wir haben da viel vor der Brust. Danke. So, damit hätten wir erstmal die Rednerliste abgearbeitet und ich komme zur Beschlussfassung. Rufe auf den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 62 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Sehr schön.